Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch ein Dreierbundle von der My Little Box. Und wenn ihr wissen wollt, was sich hier drin befindet, dann bleibt dran. So, es gab bei der My Little Box, beziehungsweise jetzt aktuell, wo ich das Video drehe, gibt es das noch. Ich verlinke euch die Seite von der My Little Box mal in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe auch einen Freunde werben Freunde-Code. Schreibe ich euch auch in die Infobox. Falls ihr Interesse habt, die Box generell zu abonnieren, könnt ihr dann, also wenn ihr Neukunde seid, könnt ihr dann 3 Euro auf die erste Box sparen und ich bekomme dann auch 3 Euro, ne, auf meine nächste Box. So, allerdings gab es jetzt ein Dreier-Bundle zu bestellen. Es hieß, es gibt eine Limited Edition Box und 2 Boxen aus der Vergangenheit, ne, die wir halt schon mal hatten. Und zwar zum Preis von 18,50 Euro, also das kostet die Box generell monatlich. Und ja, genau, es gibt zur My Little Box noch zu sagen, es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Less Extra dazu zu buchen. Das kostet 5 Euro mehr im Monat und ihr bekommt dann entweder einen exklusiven Vorteil oder eben ein extra Produkt, ne? Ein Less Extra Produkt. Genau, da muss man sich aber, beziehungsweise muss man halt extra dazu buchen. Wenn das wieder frei ist, kann man das eben dazu buchen. So, also, es, wie gesagt, es gab die Möglichkeit, ein Dreierbundle zu bestellen für 18,50 Euro. Allerdings muss man dann auch die Box mindestens 3 Monate im Abo haben. Danach ist sie flexibel kündbar. Die erste Box, die hier schon offen ist, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist das die Femme Solaire Box. Die gab es mal für Kunden halt, die eben die Box neu abonniert haben, gab es diese Box mal gratis dazu. Und noch was, das wissen viele nicht, beziehungsweise doch, es wussten dann hinterher doch einige. Und zwar manche My Little Box Kunden, ich glaube nicht alle, war halt ein bisschen unfair, muss man jetzt dazu sagen, haben, weil sie schon lange Kunde sind, eben diese Box einfach so von My Little Box geschenkt bekommen. Ich habe sie damals auch bekommen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Aber ich fand es halt ein bisschen unfair. Deswegen hatte ich es auch auf YouTube, da habe ich noch gar kein YouTube gemacht, aber ich habe es dann auch auf Instagram nicht erwähnt, weil ich es einfach unfair fand. Weil manche haben es bekommen, manche nicht. Und ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die da von ausgegangen sind. Aber ist halt ein bisschen blöd. Ne? Aber wir öffnen jetzt mal die Box. Sie lässt sich so öffnen. Dann haben wir, ich stelle das mal dahin. Dann haben wir hier einmal ein paar Stickers drin. Und zwar einmal Good Vibes Only. Du strahlst, du bist meine Sonne. Shine on me, you look gradient, keine Ahnung. Lumos Maxima. Okay, das sind diese Stickers, die sind da dabei. Dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Just Glow steht noch drauf auf dem Klebi. Und das hier ist der erste Blick in die Box. So, als allererstes haben wir hier von der My Little Box selber ein Smooth Criminal, ich denke mal, das ist ein Eyeshadow von My Little Paris, genau, glaube ich zumindest mal. Ich kann natürlich kein Französisch, irgendwas steht da mit Gelé, ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus, dass das wie so ein Lidschatten ist. Ist so eine leicht goldene Farbe, habe ich glaube ich auch noch da, habe ich glaube ich noch nicht ausprobiert. Aber finde ich trotzdem eine sehr, sehr schöne Farbe. Und dann haben wir hier einmal drin von Aqua Colonia von 4711 Intense Sunny Seaside of Zanzibar 50 ml. Das ist ein Parfüm. Die haben ja jetzt verschiedene Parfüms einfach. Früher kennt man ja 4711, weil gab es glaube ich nur Assort oder so eine Sorte. Und mittlerweile gibt es da ja ganz viele. Ich hatte auch mal so ein Päckchen, da waren ganz viele kleine Fläschchen drin. Ich weiß gar nicht mal, wo das drin war. Und habe dann aber das weitergegeben, weil es nicht ganz mein Duft war. Das allerdings ist echt ein guter Duft. Der riecht sehr zitrisch, finde ich. Gefällt mir aber. Ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, weitergegeben. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich ihn doch behalte. Dann haben wir einmal von 123 ein Ultra Glow Fluid in 3-Step Face Care. Das habe ich auch schon da, glaube ich. Genau, wie, aber halt auch aus dieser Box. Davon kenne ich auch noch nichts. Da habe ich noch nichts probiert. Da bin ich mal gespannt.
Ja, wir machen das gerade mal raus. Genau, also das sieht so aus. Ich nehme an, dass das so ein Serum ist, so zum ja, wie so eine Art Serum, dass man halt ein bisschen Glow hat. Shake it before use. Einmal zwei Pumpstöße, dann auf die Haut und dann oder allein unter das Make-up kann man auch oder punktuell auftragen. Ja, 30 ml sind da drin. Bin ich mal gespannt. Ich meine, ich müsste das noch einmal haben, ich bin mir aber nicht sicher. Und dann haben wir hier einmal von Naturkosmetik Spike Sun Sonnenmilch Lotion mit 30, Lichtschutzfaktor 30, ideal auch für Kinder. Ja gut, der Sommer kommt ja wieder und das kann man dann auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine günstige Marke ist, aber Le Soleil, okay. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ist ja ein gutes Produkt, ne? Gerade jetzt so für den Sommer, wenn der Sommer wieder kommt. Jetzt packe ich das aber mal wieder hier ein, damit ich die nächsten Boxen hier öffnen kann. Ich finde den Karton auch gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe den anderen damals sogar auch aufgehoben, weil man den einfach auch so schieben kann. Ja. Genau, das war jetzt Box Nummer 1, die Femme Solaire Box. Dann haben wir hier die zweite. Ah, genau, hier steht auch drauf, My Little Box November 2022. Also, das ist dann wohl die November-Box vom letzten Jahr. Jetzt schauen wir nochmal, was da drin war. Ich habe jetzt wieder keine Schere. Das ist natürlich jetzt wieder sensationell, ne? Oh, ich muss eine Schere holen. Bleib, So. bin wieder da. Ja, mit Schere. Jetzt kann ich das nämlich ein bisschen besser hier aufmachen. Genau. Ah, genau, das war die November-Box. Into the Wood habe ich jetzt und ja, die war auch sehr schön damals, muss ich sagen. Ich stelle das jetzt gerade mal dahin. Was ist hier der erste Blick in die Box? Da habe ich auch ein Video damals dazu gemacht. Da war so ein Wanderguide eben dabei. Genau, da ist ein Leitfaden für ein gelungenes Wochenende im Wald. Da sind halt so ein paar Sachen so ein bisschen beschrieben, was man so im Wald alles machen kann. Was man zum Beispiel ja, in Sachsen, in Schwarzwald, im Rheinland-Pfalz, egal wo man hingeht, da stehen dann gute Vorbereitungen, was man alles so braucht, worauf man achten kann. Ja, es sind ein paar schöne Tipps dabei. Into the Woods. Ne? Genau, dann haben wir hier, also wir haben immer, glaube ich, drei Beauty-Produkte und zwei Accessoires in dieser Box, generell in der My Little Box. Und zwar haben wir einmal, ich glaube, das waren damals, weil da steht was drauf, Kuschelfüße, das ist hier so ein Haus. Ja. Genau, da waren, glaube ich, Socken drin. Ja, die packe ich jetzt gerade mal kurz aus, damit ihr seht, wie die aussehen. Also die sehen so aus. Ja, hier steht, glaube ich, noch was drauf. No Mountain High Enough. Ja. Ich habe damals schon gesagt, die Socken fand ich, die sind zwar schön, also man kann es gebrauchen, es ist jetzt kein schlechtes Produkt, aber es ist jetzt nicht so meins. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja auch, wenn man so eine schöne Geschenkverpackung hat, kann man das ja auch dann wieder verschenken oder verlosen, wie auch immer. Dann hatten wir hier, glaube ich, ein Tee-Ei noch drin, meine ich. Da war meines Erachtens ein Tee-Ei drin. Aber vielleicht kommt das auch mal in eine Verlosung rein oder so. Genau, das sah aus wie so eine Nuss, ne? Genau, da kommt dann oben, kann man das aufmachen, da kommt dann der Tee rein und dann macht man das wieder so zusammen. Dann hat man halt hier eben so ein schönes Tee-Ei. Ja, ich weiß nicht, ob es was taugt, weil ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Muss man mal schauen. Aber genau, das weiß ich jetzt. Ich weiß aber allerdings auch nicht, ob jeder dieselben Boxen bekommt. Also das weiß ich natürlich nicht. Muss man dann sehen. Dann habe ich ja einmal von Avène ein Glancing Form noch drin. Das finde ich sehr gut. Ich muss sagen, ich mag Avène und ich habe den auch in Anwendung. Ich mag diesen Duft von Avène. Das ist einfach super. Danach ist die Haut sehr weich. Da sind auch 50 ml drin. Also ich finde den klasse. Über den freue ich mich. Dann habe ich hier jetzt nochmal von The Body Shop Himalaya Charcoal 30 ml ein Skin Clarifying Night Peeling. Das habe ich selber auch noch nicht ausprobiert. Weil ich es mittlerweile, glaube ich, zweimal habe jetzt, wenn nicht sogar dreimal, nicht, glaube zweimal, das sieht so aus. Ja, muss ich wie gesagt mal noch ausprobieren und schauen wir dann einfach mal, ob es bei mir bleibt oder nicht.
Und dann haben wir noch ein Produkt, das ist auch nicht schlecht, von der My Little Box selber. Und zwar ist das eine Augencreme. Die kann man nämlich, da sind, Moment, muss mal gerade gucken, wie viel ml da drin sind. 30 ml drin. Die kann man als Augenserum benutzen, als Augenmaske. Also man kann es ganz dünn hier auftragen, man kann es etwas dicker auftragen und einziehen lassen. Oder auch als Augencreme. Also ich finde die nicht schlecht, kann man ja immer gebrauchen. Und habe ich auch in Anwendung. Ich benutze ja morgens eine andere Augencreme wie abends, also es kommt halt immer drauf an. Und hier haben wir auch wieder Member, oh, was steht hier drauf, nicht Member, Mautz, irgendwas auf Französisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auch wieder so ein schönes Säckchen dabei. Das macht halt die My Little Box aus, einfach diese Liebe zum Detail, das muss man echt sagen. Deswegen mag ich die auch sehr, die Box. Weil ich es einfach schön finde, die geben sich halt auch immer Mühe, da ist ein Thema dahinter, man hat so ein schönes Heftchen und das ist immer so schön verpackt und nicht so lieblos reingeschmissen. Und ja, dann öffnen wir jetzt mal die dritte Box. Schauen wir mal, was das für eine ist. Steht da was drauf? Vom Januar 2023. Das ist ja cool. Übrigens, meine Februarbox auch schon auf dem Weg, habe ich gesehen. Das ist die Januarbox. Genau, da konnte man sich, glaube ich, auch hier das wieder was aussuchen. Ich hoffe, ich habe ja mir was anderes ausgesucht, kein Lavendel mehr, weil ich das einfach nicht mag. Das hat dann jemand anderes von mir bekommen. Genau, da gab es nämlich von Awake, wie heißt die Marke? Finde dein Ritual, Slow Day, gab es entweder etwas mit Stone Pine und Bergamotte, Rosmarin und Mandarin oder Lavendel und Sage, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da verschiedene Produkte, wo man sich dann den Duft raussuchen konnte. Und ich habe, glaube ich, jetzt Rosmarin und Mandarin genommen, weil ich es einfach besser finde. Hoffe ich mal, dass es besser riecht. Also hier ging es darum, sie lehrt mich, dass die Welt dazu gemacht ist, sich auf sie zu stürzen und sie zu genießen und dass es absolut keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten. Ja, auf jeden Fall sich anderen Welten öffnen, sehr schönes Thema. Habe ich aber auch ein Video dazu gemacht damals und damals war das eben so schön eingepackt. Genau, das war damals der Karton. Thinking for me steht hier noch drauf auf dem Karton. Genau, das war dann die Januarbox, finde ich echt schön. Ich meine, das Tuch, klar, ob man das jetzt mag oder nicht, aber ich finde es einfach goldig gemacht. Kann man ja auch verschenken, also ich finde es echt schön. Und das hier ist der erste Blick in die Box. Also ich habe hier jetzt ein Handwash. Jetzt habe ich Stone, Pine und Bergamotte. Ich hoffe, das riecht gut. Habe ich ein Handwash jetzt, genau. So, weil es gab nämlich auch eine Bodylotion und die war nämlich, glaube ich, mit Lavendel. Ich rieche da jetzt mal dran. Oh. Geht. Also es riecht zwar immer noch so sehr Naturkosmetik, aber ist okay. Ist auch vegan. 250 ml sind da drin. Ist in Ordnung. Kann man mal ausprobieren. Dann, was wir auch wieder drin haben, mega gut. Und zwar Barbour-Ampullen. Da freue ich mich jetzt sehr drüber. Das sind die Hyaluronic Acid Ampullen. Das sind 3 Ampullen drin. Das finde ich echt gut, weil Barbour ist nicht günstig und ich mag Barbour Ampullen. Die gehen immer. Dann haben wir hier ein schönes Säckchen, auch wieder mit diesem Wolkendesign. Und da, das ist cool. Habe ich gerade meiner Kollegin gegeben, weil die das so toll fand. Und zwar von Pink Paradise Après Shampooing. Shampooing, bestimmt wieder falsch ausgesprochen, mit 100 ml. Also nach dem Haarewaschen als Conditioner nimmt man das. Das soll mega gut sein. Ich habe es, glaube ich, schon einmal verwendet, fand es auch nicht schlecht. Jetzt habe ich es einmal nochmal gehabt, habe es dann einer Kollegin geschenkt. Und jetzt habe ich es nochmal. So wunderbar. Ja, und dann haben wir hier einmal, ich glaube, das ist ein Armband. Haben wir hier drin, genau. MeTime steht da auf dem Anhänger drauf, hier vorne. Und es ist auch wieder mit diesem Wolkendesign. Das kann man dann individuell zusammenbinden. Ja,
muss man jetzt mögen. Ich fand es ein bisschen kitschig. Eigentlich ist es nicht schlecht, aber ich werde es wahrscheinlich auch verschenken oder weitergeben oder mal verlosen oder sonst irgendwie. Und dann haben wir hier noch was drin. Und zwar war das, glaube ich, damals eine Tasse. Das finde ich mega schön, dass ich die jetzt nochmal habe. Be sweet to yourself steht hier drin. Da innen drin ist nochmal hier oben eine Wolke. Und es ist so eine schöne Tasse. Ich mag ja mal Little Box Tassen. Auch Schalen. Wir hatten nochmal ein Schneidebrett drin. Also richtig, richtig schön. Und jetzt kann ich sie auf jeden Fall. Ich habe immer irgendwie Angst gehabt, die zu benutzen, weil ich gedacht habe, wenn sie dann kaputt geht, die kann man ja nicht nachkaufen. Jetzt habe ich zwei. Und wenn eine hoffentlich Holzklopfen nicht kaputt geht. Aber dann habe ich noch eine. Also das war jetzt nochmal hier die Tasse. Und darüber freue ich mich eigentlich auch sehr, muss ich wirklich sagen. Das war jetzt alles hier in so einem Deckel drin von einer My Little Box. Ja, das waren jetzt die drei Boxen. Also einmal die Femme Solaire, dann einmal die November Box vom letzten Jahr und einmal die Januar Box. Ich glaube, dass das bei vielen gleich ist, aber kann ja auch unterschiedlich sein. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, das auch zu shoppen, das Dreier Bundle, könnt ihr gerne mal in die Infobox schauen. Ich verlinke euch da nämlich die Seite von der My Little Box. Ansonsten könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Boxen auch gekauft habt, ob ihr die My Little Box auch im Abo habt, was so eure Meinung ist. Und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, da heiße ich genauso wie hier, Sebastian Beauty. Link ist auch in der Infobox, denn da poste ich immer solche Angebote, wenn ich sowas sehe. Zum Beispiel wie jetzt mit der My Little Box, das habe ich dann auch gepostet, dass es das gab oder gibt, ne? Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen lieben netten Kommentar, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.